Heute an diesem 22. Dezember grüße ich Sie, Pfarrer Sven Hennig aus der Region Ost im Kirchenkreis Jena. Ich möchte am Anfang mit Ihnen und für Sie beten. Gott, bald ist es wieder soweit. Dein Fest steht kurz bevor. Werden wir es in diesem Jahr auch zu unserem Fest machen, trotz aller Umstände, Sorgen und Ängste? Werden wir deine Wirklichkeit spüren können, weil wir uns Zeit und Ruhe nehmen, um dir nachzuspüren? Werden wir uns freuen, staunen wie die Kinder? Wir bitten dich, lass uns diesen letzten Tage im Advent als Vorbereitung nutzen, indem wir loslassen, was uns belastet. Hilf uns, unsere Sorgen und Nöte, ebenso wie alles, was wir vielleicht zu viel erwarten, in deine Hände zu legen und uns zu öffnen für das, womit du uns in der heiligen Nacht beschenken willst. Ich lese in der Adventszeit immer gerne den anderen Advent. Das ist eine Textsammlung mit Gedichten, manchmal auch schönen Bildern, Fotos vom Andere Zeiten e.V. Und da fand ich einen wunderbaren Text von Matthias Trubinski über das Staunen. Der Himmel ist offen. Staunen ist ein Risiko. Wer staunt, steht erst einmal dumm da, mit aufgerissenen Augen, offenem Mund und hängenden Schultern, erstarrt. In diesem Moment sind all seine Souveränität und Selbstsicherheit dahin. Das Wort Staunen kommt vom schweizerischen Stunen, wenn ich das richtig ausspreche, und bedeutet starrblicken, erstarren. Wer staunt, ist aus dem Gleichgewicht, hilflos gegenüber dem Unerhörten und unfähig, es in Worte zu fassen. Er ist ergriffen und irritiert vom Fremden oder vom Neuen, das da gerade auf ihn einstürzt. Uncooler geht es eigentlich nicht. Der Staunende wird zum Kind mit großen Augen. Bei Erwachsenen ist das immer etwas peinlich. Anders aber ist der Panzer der Wirklichkeitsverkürzung des Ratio nicht zu durchbrechen. Wer staunen können will, muss sich angreifbar machen, sich treffen lassen, muss die Wahrheiten, die er mit sich durchs Leben führt, als Vorletzte sehen lernen und eben nicht als Letzte. Wer sich im Besitz der ewigen Wahrheit wähnt, ist so wenig staunensfähig wie jener, der sein Leben aufs Nächstliegende und Offensichtliche beschränkt. Staunen ist immer auch ungläubiges Staunen, das Gewissheiten über den Haufen wirft und alle ins Stottern bringt, die allzu genau wissen, wie das geht mit dem Glauben. Das Staunen ist der Feind der religiösen wie der politischen Fundamentalisten, weil es ihnen sagt, es gibt mehr, als dein Schwarz-Weiß-Bild dir glauben machen will. Die Weihnachtsgeschichte ist auf dieses irritierende, unbändige Staunen hin angelegt, das die Konvention sprengt und das Gewohnte durcheinander wirft. Mehr Mut zum Staunen, das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk. Oder das Staunen können überhaupt. Mehr Mut, sich berühren zu lassen von etwas, das größer ist als man selbst, als die eigene kleine Egozentrik, der kleine Ego, der eigene Horizont, das eigene Wissen. Der Himmel ist offen, wenn man lernt, ihn offen zu sehen, ob man religiös ist oder nicht. Sie müssen wissen, ich stamme aus dem Erzgebirge und eins meiner Lieblings-Weihnachts- oder wenn man so will, Adventslieder, ist das Lied vom Rarer Mannel.
Es beschreibt eigentlich einen Moment des Staunens. Gar für gar geht's zum Advent auf den Boden auf, wird der Mannel aufgeweckt, komm, nu stehst du auf. Ist es unten in der Stüb, rührt sich nett vom Flack, steht, wo es steht, doch bald geht's los, es bläst die Schwaden wack. Wenn's rarer Mannel nabelt und es saht kavort dazu, und der Rauch steigt an der Decken auf, sei mir allesamt so froh. Und schi ruhig ist im Stiebel, steigt der Himmelsfrieden rohr. Doch im Herzen lacht's und jubelt's. Ja, die Weihnachtszeit ist da. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit, die in diesem Jahr sicherlich ganz anders wird als sonst. Vielleicht sogar ruhiger und besinnlicher, vielleicht aber auch sorgenvoller und trauriger. Bleiben Sie behütet und gesund. Ihr Pfarrer Sven Hennig.